Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, 7 Tage, das volle Programm, kann ich euch sagen, ging gestern Abend los. Also hier bei Clash of Clans, CWL, Woche in Monat März. Und es war einfach alles dabei. Ich bin heute Morgen etwas lichtscheu. Deswegen habe ich, hab ich das Licht hier mal komplett ausgelassen. Es war einfach alles dabei. Selbstproduzierte Nullnummern über Hogrider oder Schweinereiter, die in den sicheren Tod reiten oder sich überschätzende Gegner auch. Also hier war gestern Abend wirklich alles dabei und wir haben unheimlich viel gesehen. Also tausend Dank, dass ihr gestern schon so zahlreich auf Twitch einfach live zugeguckt habt. Es war wirklich, wirklich super. Also von Beginn an, also von, ja, muss man so sagen, von Stunde 0 oder Stunde oder Sekunde 0 auf 100. Also es ging fast sofort los hier, als die CWL startete. Und die CWL startet in den 4 Clans, glaube ich, wo wir jetzt spielen, so ziemlich zeitgleich sogar, ne? Also recht, recht nah beieinander. Die Start- und Stoppzeiten, ich meine, wir haben gestern so gegen kurz vor 22 Uhr, glaube ich, angefangen, beziehungsweise nicht mit Stream. Der fängt immer in der Regel eine Stunde eher an. Zumindest schaffe ich 9 Uhr immer. Und aber ja, wie gesagt, ihr seht das selber hier, selbstproduzierte Nullnummern. Die habe ich allerdings nicht live gemacht, sondern ich habe gedacht, ich mache mit dem Donnerbengel nach dem Stream noch eben den Angriff, dass ich dann den nächsten Tag nicht so viel machen muss. Und ihr seht selber, das Krampf verärgert mich auch ein bisschen, muss ich sagen. 48%, aber was willst du machen? Gibt natürlich Schöneres. Ja, Schöneres ist gut. Es gibt natürlich viel, viel Schöneres. Und wir können auch mal reingucken. Das ist aber auch ein Dip hier, 11 auf 10. Ja, so ein bisschen können wir unten teilweise runtergehen. Im oberen Bereich, habt ihr gerade gesehen, müssen wir ein bisschen höher. Und das zieht sich aber auch durch den Clan Deutschland Ed durch. Und auch beim Clan Totos Bande ist das so ein bisschen so. Nicht ganz so stark. Also hier ist es wieder am stärksten, muss ich sagen. Aber ich sehe die Woche eigentlich trotzdem sehr, 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 sehr zuversichtlich hier für uns. Und es ist allerdings auch viel mehr Chat-Aktivität da, als ich überhaupt gewohnt bin. Oder als wir überhaupt gewohnt sind. Also im Clan Herausforderer jetzt nicht. Da ist so die Altherrenliga. Ja. Und aber man merkt das schon, dass der ein oder andere, vor allen Dingen in Totos Bande, extrem Redebedarf hat. Also sobald einige Leute online sind, geht das Getippe da los im Clan. Und ich will nicht sagen furchterregend, aber ich stehe jedem Rede und Antwort. Nur ihr braucht nicht mehr in die Clans reinkommen. Ich lasse euch nicht mehr rein, weil es würde keinen Sinn machen, jetzt in die Clans reinzukommen. Ihr seht sowieso nichts. Ja, ihr seht sowieso nichts, solange ihr nicht Ältester seid, weil wir ja schon gestartet haben und alle, die nicht mit dabei sind und die laufende Liga hier ist, sehen dann nichts. Also sie können nicht in die Liga reinschauen, um mal zu gucken, wie greift denn mein Kumpel an oder sowas. Das geht leider nicht. Dazu muss man Ältester sein. Ich mache aber hier niemanden jetzt nur deswegen zum Ältesten. Und weil die kicken mir vermutlich dann die normalen Mitglieder raus, obwohl ein Ältester kann, glaube ich, gar nicht kicken, ne? Aber die nehmen dann, weißt du, die nehmen dann ihre ganze Klasse mit auf hier. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich das lieber. Wir springen mal in einen Clan rein. Also Free-to-Play sieht sehr, sehr entspannt aus hier mit meiner Nullnummer hier. Ärgerlich. Es ist sehr, sehr ärgerlich. Ich würde euch auch wirklich unheimlich viel oder viel, viel mehr zeigen wollen. Aber es ist so viel. Bei 90 Dörfern, die 1 zu 1 dann angreifen, kann ich euch nicht alles zeigen. Wie gesagt, das meiste oder sehr, sehr viel hat sich natürlich live abgespielt und oder spielt sich teilweise live ab. Okay, Uzzis. Mhm. Ja, so der ein oder andere muss vielleicht doch noch üben, aber Leila hat gehalten. Old Greenhorn hat auch gehalten, also mit gehalten meine ich ja. Chefkoch hat nicht gehalten, tolle Wurst. Und wen haben wir denn eigentlich gestern mal nicht gesehen? Hai haben wir, glaube ich, gesehen. Und wer dann haben wir nicht gesehen? 2020. Ja, wir haben natürlich nicht alles gesehen. Einige greifen dann auch natürlich außerhalb der, sage ich mal, normalen Streamzeiten an oder vielleicht in laufender Nachtschicht oder was auch immer. Ja, wenn man also von der Spätschicht vielleicht kommt, dass man dann erst sich vors Tablet oder vors Handy setzt und macht seine Angriffe.
Aber das meiste könnt ihr übrigens auch auf dem Twitch-Kanal nachgucken. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr die Streams, die wir dort machen, noch für eine gewisse längere Zeit anschauen. Wenn ihr also irgendwas verpasst habt oder wollt das generell mal sehen, wie läuft das überhaupt hier beim Toto, wenn da was live geht, die Videos oder die Wiederholungen, ja, oder es sind eigentlich Wiederholungen, könnt ihr natürlich auf Twitch nochmal schauen für eine gewisse Zeit, wenn ihr Lust habt. Und da kann man sich dann die ganzen 3,5 Stunden von gestern Abend zum Beispiel schon mal angucken, wenn man das möchte. Oh, hier hakelt es jetzt gerade wieder so ein bisschen, wenn man das möchte. Und aber ich denke mal, live ist nicht live, beziehungsweise nicht live ist nicht wirklich live. Nur so, dass man mal so ein bisschen die Atmosphäre aufschnappt, den Chat mal ein bisschen vielleicht liest. Den kann man dort auch bei mir abends mitlesen. Und beziehungsweise der wird auch ein bisschen mit aufgezeichnet im Overlay. Und deswegen auch schön gemacht hier mit dem King. So ganz alleine, okay. Auch nicht schlecht. Queen geht da außen entlang. Oh, Quellenfalle dort. Ich nenne die immer so, ne, die Tornadofalle. Ich weiß auch nicht, weil das immer so aussieht wie so eine Quelle. Und schön die Bogenschützin hier. Sehr, sehr schick. Auch schon länger nicht mehr gesehen in der Rathaus Range. 12. Dass man hier, oder ist das 11? Ich glaube, er ist ein Max 11er, ne? Mit den Bogenschützen, die hier wirklich, glaube ich, recht gut aufgeräumt haben. Aber King und Queen sind auch noch dabei. Und hier hinten auch immer noch eine Bogenschützin da oben. Sehr, sehr cool. Okay. Ja, wie gesagt, es ist, es ist spannend. Es wird eine coole Woche, kann ich euch sagen. Und auch ein cooles Wochenende, denn die Streamerei geht heute natürlich weiter in die nächste Runde. Heute Abend und vermutlich dann auch ein bisschen länger, weil in der Woche, da können wir auch nicht so ultra lange was machen. Beziehungsweise ich kann da nicht so ultra lange was machen, aber ich glaube, hier spielt sich noch nicht ganz so viel ab. Im unteren Bereich ist 10 auf 10 oder halt gerade so. Oh, was habe ich da gerade gesehen? Er ist gerascht hier, der Old Greenhorn da unten. Ist gerascht, hat seinen King gerascht. Schon auf 11 gegangen und hat den King gerascht. So. Okay. Er tappt. Manchmal muss man einfach ein bisschen genauer hingucken. Aber relativ klassisch hier rausgeholt, die Clanburg. Ja, wenn ich meine, im unteren Bereich, wir haben ja auch Rathaus 9 hier am Start bei Totos Bande. Dort ist natürlich sehr, sehr cool, dass du immer noch so diese Oldschool-Angriffe machen kannst, ne, so richtig klassisch, so Go-Hawk oder Go-La-Loon oder Queen-Charge, Lalo im Rathaus 9-Bereich, unheimlich coole Attacke. Und das finde ich echt super, super gut und ich freue mich auch für die Leute, dass sie hier ihre CWL spielen können. Also, dass man mal wieder mit Accounts wirklich spielt, die schon so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen in Vergessenheit geraten sind, aber es muss sich halt so jemand, so ein Samariter wie ich auftun, der sagt, komm Leute, ich mache euch einen Clan, kommt rein, wir spielen. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. So schlimm ist es natürlich nicht, Leute, aber man muss einfach nur den Mut haben, irgendwas zu machen oder halt es wird was oder es wird nichts. Ja, es hätte auch beim Clan Deutschland Ad oder auch bei Totos Bande auch nur ein 15er geben können, wenn wir jetzt zu wenig gewesen wären. Aber eine 30er ist natürlich nochmal umso cooler. Das sind dann jeweils immer 60 Angriffe pro CK und da läppert sich schon was dann in der Woche. Clanbogen müssen auch immer befüllt werden. Auch da müssen wir immer dran denken. Ich muss auch immer wieder Mails lostreten für die ein oder andere Sache. Heute Morgen habt die Clanstadt Angriffe ja wieder angefangen. Und die Leute müssen dann wahrscheinlich in ihren Stammclan kurz mal zurück, müssen wieder eingeladen werden und so weiter. Ist also so ein bisschen was zu tun, noch so am Rande. Aber dennoch, glaube ich, wird das eine coole Woche werden. Ja, hier beim Clan Deutschland Etter brennt auch nicht so viel an. Wir sind gut dabei. Ich denke mal, die gesetzten Ziele wie Liga halten zum Beispiel werden auf jeden Fall drin sein. Und ich hatte euch ja eben gesagt, dass man auch Schweine in den sicheren Schweinereiter tot schicken kann. Da auch das ist hier passiert. Also ich ziehe hier jetzt keinen auf oder so. Aber es sind schon so ein paar Sachen dabei. Da müssen die Leute wirklich mal tiefer darüber nachdenken, was sie eigentlich tun. Beziehungsweise vielleicht einfach mal fragen. Ja, das ist ja wirklich jetzt kein High-End-Dorf hier.
Und hier jetzt einen Einsterner hinzulegen, das ist schon fast schwierig. Ja, ich würde fast sagen, das ist schon mehr die Kunst, als dieses Dorf hier auf 3 zu bringen. Hatte ich so gedacht. Ja, ich meine, wir haben es ja auch live gesehen. Er hat sich hier von den Löchern vielleicht auch locken lassen. Aber wenn man hier auf eine Clanburg tippt und da steht 25 Platz sind da drin, dann kann man davon ausgehen, dass am Minimum irgendwas drinsteckt, was ein bisschen größer ist, nämlich wie hier so ein schöner Drache, der jetzt so ganz, ganz genüsslich hier alles schön wegfuttert. Also das war wirklich ein gefundenes Fressen hier. Und einfach mal vorher reingucken, denn ich glaube, wir haben auch mit Masse Drachen mit in den Clanburgen, weil Drachen gehen irgendwo immer. Wenn nichts geht, Leute, geht ein Drachen. Der geht einfach auf alles, sowohl aus Lufttruppen als auch auf Erdtruppen. Und das ist ja nicht mit jeder Truppe so. Und deswegen sollte man vorher schon mal gucken. Ich habe den Leuten auch den Tipp gegeben, klickt vorher mal die Clanburg an, ob da überhaupt alle Truppen drin sind. Denn teilweise sind beim Gegner, also bei uns sind die alle voll, aber beim Gegner sind die teilweise nur so viertelbefüllt, so 8 Truppen von 30 und so. Da erwartet man dann jetzt nicht unbedingt einen Drachen, weil der ja nun doch schon 20 Platz einnimmt. Ich meine, er hat den Drachen zwar jetzt noch geschafft, aber er kommt halt nicht mehr in die Mitte und selbst die kleinen Kanönchen hier schaffen das dann leider, die restlichen Truppen dann noch wegzumachen. Aber das war noch gar nicht mal das Schlimmste, Leute. Ja, das Schlimmste habe ich vom Gegner gesehen. Die völlige Überschätzung dessen, was man eigentlich machen kann. Es war, glaube ich, auf eine Nummer 8 bei uns. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ne? Also die Nummer 15 des Gegners, nee, Nummer 14. Man kann ja mal gucken. Die Nummer 14 des Gegners ist ein Rathaus 11, glaube ich. Ich schau mal hier. Ne, das ist ein 10er. Okay, das ist ein 10er. Und der hat, mal gucken, ob er 240 Truppen hat. Oder ob es 160 sind, keine Ahnung. Der hat tatsächlich 240 Truppen. Und der hat hier ein Rathaus 8 angegriffen. Ja, also durchaus denkbar, ja. Aber wie? Also ich habe schon viele Truppenkombinationen gesehen, ja. Die jetzt schon länger nicht mehr. Die wirklich, also. Und das war alles nach dem Stream. Ich habe gedacht, was geht denn hier ab? Ja, 39 Riesen und 14 Mauerbrecher und ein Heiler. Plus eine Queen. Aber er hat Clanburg dabei. Ich musste hier gestern noch gut, dass das nicht im Stream gewesen ist. Ich hätte hier gelegen, ehrlich. Ich hätte hier wirklich gelegen. Ich will das aber auch nicht schlecht reden. Vielleicht hat er gedacht, komm, den mache ich jetzt mal gerade mit Riesen und Mauerbrechern und meiner unsterblichen Queen. Heilzauber und Wutzauber. Okay, die kann man dann auch mal schmeißen, ne? Finde ich jetzt. Also gerade so zu Anfang, wo die Truppen richtig in die Base reingehen müssen, kann man eigentlich schon mal was machen. Jetzt gehen die Riesen natürlich nur auf Verteidigung und da kommen auch noch mehr Riesen aus der Clanburg. Ne? Wenn man schon Riesen hat, dann soll man einfach mehr mitnehmen. Ne? So sehe ich das auch. Aber irgendwann kommt dann natürlich die gegnerische Clanburg. Das heißt also, beim Sven hier kommt dann irgendwann da, seht das, ein Drache und ein Ballon raus. Und er hat ja nun mal bis auf die Queen, die da oben auf 9 Uhr jetzt rumeiert, auf 12 Uhr rumeiert, nichts. Kein Zauber, also kein Giftzauber, keine Truppe, die überhaupt auf Luft geht, annähernd. Ja, ich habe gestern schon gesagt, wenn man so einen Angriff macht und die Hawks haben die gesamte Defensive erlegt, sage ich mal, und es ist trotzdem noch ein Drachen in der Luft, dann wäre es sicherlich ein Update-Vorschlag, dass die Hawks dann auch Lufttruppen anspringen oder so. Mann. Es passieren hier schon wirklich sehr, sehr kuriose und witzige Dinge. Und ihr seht auch hier im Chat, hier geht's ab hier. Der eine Kollege hier, F2Play, der hat wirklich, weiß ich nicht, ob der tagsüber nichts zu reden hat, aber ich sehe da schon wieder eine 2, obwohl ich gerade zugemacht habe. Einige haben hier wirklich Redebedarf, aber ist in Ordnung, wenn ihr mancher fragt, wie kann ich angreifen, was kann ich verbessern und so. Das ist ja durchaus legitim. Und deswegen ein Aufruf an alle, helft euch gegenseitig, sonst hilft euch keiner. Ja, heftig, ne?
Das waren gerade 39 Riesen plus die Clanburg. Alter Falter. Ja, sonst haben hier einige schon ihren Angriff gemacht. Das ist 10 auf 11 hier. Ist das 10 auf 11? Echt? Cool. 10 auf 11 mit 3 Sternen, aber vielleicht auch keine Clanburg hier drin. Aber mal sehen, was er sich hat einfallen lassen. Blitzt hier ein bisschen was weg. Und weiß jetzt auch gar nicht, was er da geblitzt hat. 1, 2, 1, 2, das ist kein X-Bogen gewesen, das war auch kein Inferno. War vielleicht ein Bombenturm, ne? Ne, Bombentürme stehen auch noch zwei da. Müsste ich gleich nochmal gucken, was er da jetzt weggeblitzt hat. Aber mit Hexen hier, mit Riesen, Golem mit dabei und dann durch das Elver Dorf hier, da schießt er immer in den Adler. Aber ich glaube, der Kollege, da sieht man das jetzt, die kommen jetzt schon der Clanburg nahe hier. Vorher schauen, hat keine Clanburg, dann kannst du dementsprechend ja auch planen, aber auch selbst er hat noch ein Gift mit dabei, ja, der Kasperkopf. Und für was auch immer, für nervige Skelette, für einen Helden oder für knabbernde Skelette an deinen Heilern, wenn du welche dann dabei hast, die du gerade in dem Moment nicht wegbekommst. Für was auch immer. Ich bin mal gespannt hier unten, vielleicht für den nervigen King, der dann sich eine Truppe nach der nächsten holt, aber 27 ist jetzt auch nicht so hoch. Und die Masse der Hexen macht das auf jeden Fall, also Rathaus 10 auf Rathaus 11. Oder er hat kein Worden. Ich gucke mir jetzt mal gleich beide an. Sowohl die Gegner, obwohl die gegnerische 8 wollte, muss ich mir gar nicht anschauen, sondern eher den Kasperkopf, auf der jetzt 10 oder 11 ist. Denn für einen 10er wäre das jetzt schon ein netter Hit-Up gewesen, obwohl es die gleiche Nummer gegenüber ist. Aber habe ich ja gesagt, dass das erste Mal, dass überhaupt hier der Clan Totos Bande in der Liga ist und dementsprechend sind auch so ein bisschen die Begegnungen. Die Rathausstufen sind zwar teilweise ein ganz, ganz kleines bisschen höher, aber ich glaube, das können wir noch irgendwo kompensieren. Hier unten jetzt sehr, sehr schick mit den Minions. Und Frau Pecker muss es richten hier. Gegen den ist das so ein Single Inferno. Oh, da hat er fast Lack, ne? Da muss man mal gerade gucken, was ist denn da oben? Auch noch ein Inferno. Okay, oh, die Skelette hier. Ach, das ist ja ultra viele. Okay, da hat er natürlich Lack hier, ne? Das ist schon schöne Kombi, ne? Skelette vor, schön, obwohl das ist ein Multi, ne? Der nächste hier, ne? Oder ne, ist auch ein Single. Ah, da hat er Glück, dass das ein Single ist und die Skelette laufen vor. Ansonsten hätte es Frau Pecker nämlich etwas schneller erwischt. Und so macht der Kasperkopf hier 3 Sterne. Sehr krass. Ich guck jetzt mal nach, ob das ein 10er ist oder ob das ein 9er ist. Nummer 8 ist ein Rathaus 10 tatsächlich. Geil. Entschuldigt. Cool. Wirklich cool. Und ja, 9er, 8er. Ja, die Nummer ist auf jeden Fall noch gemacht worden, wo eben der Einsterner drauf gemacht wurde. Farnsworth hier. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe, glaube ich, mit einem Account habe ich auch was mit Luft gemacht, ne? Ja. Ah, schöner Queen Walk. Ne, Queen Charge Lalo. Ja, Rathaus 9. Ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich mal wieder ein bisschen CW-Action habe hier mit den kleinen Rathäusern. Denn da fahrt man dann doch ein bisschen mehr mit oder hat immer mal eine CK-Armee natürlich dabei. Aber man farmt dann doch eher und nimmt nicht alles so ultra genau. Hier war ich mir meiner aber sicher. Ihr seht auch schon 21er Queen. Mit den Überfallmedaillen kann ich euch sagen, leveln sich die Helden nochmal doppelt so gut. Also immer wenn ihr Überfallmedaillen bekommt, oder ich zumindest, dann setze ich vieles in Dunkles um und levelt damit einfach die Helden. Ich muss dann echt weniger farmen, gerade wenn man mehr Accounts hat und kann trotzdem die Helden eigentlich ganz in Ruhe machen, denn der Farnsworth, so lange ist er noch nicht Rathaus Level 9. Also die Base sieht noch längst nicht so gut aus wie diese hier. Aber ich habe halt da den Fokus auf Helden gelegt und ihr seht auch hier, wie ich in den kleineren Bereichen die Truppen eigentlich levele. Ich habe, glaube ich, hier noch keinen Golem auf 4, kann sein, dass er auf 4 ist, ja. Aber ich ziehe immer gerne im Rathaus 9 Bereich erst den Lavahund hoch auf 2. Die lohnt sowieso ein höher auf 6, dass man hier in Golalu spielen kann oder hier wie mit der Queen, so ein Queen Charge
Das ist unterschiedlich, aber ziehe mal sehr, sehr gerne die Lufttruppen mit als erstes hoch. Ist sogar noch warm. Und habe also immer so das Notwendigste für die Clankrieger am Start. Auch Hox habe ich meistens immer auf dem Maximallevel des Rathauses recht früh, weil damit greife ich natürlich auch in vielen, vielen Rathausstufen an. Andere Truppen sind mir da noch nicht so wichtig dann. Die leveln auch irgendwann. Es muss irgendwann sowieso alles hoch. Aber ich denke mal, so kann man es machen. Und noch eine ganze Masse an Loons über. Also schöne Oldschool-Angriffe hier. Nur mit Klarenburg, ohne Karre, ohne alles. Ich meine, als Rathaus 9 hast du eh keine dabei. Aber cooles Ding hier. Und einen habe ich noch aus dem Clan, würde ich sagen, Herausforderer. Dann ist die Folge hier auch schon über 20 Minuten lang, und so lang guckt kein Mensch hier Videos auf YouTube. Deswegen habe ich ja gesagt, ich könnte euch so viel zeigen. Also wirklich unendlich viel zeigen, aber wenn ich das dann aufnehme, dann werden das hier stundenlange Folgen. Dann kann ich gleich meinen Livestream von Twitch rüberholen. Das kann man nämlich machen. Man kann den Twitch-Livestream exportieren, direkt nach YouTube rein. Das Problem ist dann nur, dann kriege ich Urheberrechtsverletzungen wie Sand am Meer, weil die Musik dort, die ich dort abspiele, nicht ganz frei ist auf YouTube. Also unter Twitch ist sie manchmal sogar nicht ganz frei, obwohl die Musik von Twitch sogar kommt. Ja, und mit E-Drachen hier im Rathaus 15 Bereich, das sieht man auch, ich will nicht sagen eher selten, aber man sieht eher selten damit, dass es lupenreine 3 Sterne werden. Und hat jetzt auch in der, ich weiß gar nicht mehr, was er in der Blimp hatte, aber ich meine, ein Gegner von uns hat auch schon mal vermehrt so angegriffen und hatte auch gut mit gedreiert, also recht ähnlich. Und das Problem war, dass er da hinten zwar ein Yeti drin hatte und auch eine Valkyre, aber dort noch vor der Mauer gelandet ist. Und da war erstmal vom Gegner drin ein Eisgolem und ein Lavahund. Und wahrscheinlich noch etwas kleinere Truppen. Das war ein bisschen dusselig. Er hat ein bisschen Glück, dass der Hund jetzt gleich hier unten Richtung 9 Uhr fliegt und nicht da oben die Elektrodrachen jetzt nervt. Da hat er ein bisschen Lack gehabt, muss ich sagen. Aber hat hier unten noch alle 3 Helden auch dabei. Oben fällt das Rathaus nämlich immer noch nicht. Ja, also es hat so ein bisschen den Anschein, als wenn jetzt ja eigentlich noch recht viel steht, ne? Man könnte jetzt meinen, ah, das schafft man nicht. Hat aber geschafft, habt ihr gesehen, wird ein 3-Sterner. Aber die Helden holen so unheimlich viel noch raus hier. Und die sind so entscheidend in dieser, nicht nur in dieser Range, sondern auch auf anderen Rathausstufen. Aber ich glaube, auf 15 toppt das Ganze nochmal. Oder 14, 15. Vor allen Dingen mit den Pets hier, mit Digi, dem Royal Champion. Wenn er auf Max ist und auch eine vollen Queen. Der Jack ist immer noch dabei. Ist ein super Mauerbrecher, der Jack. Aber die Queen macht das hier jetzt alleine. Die gegnerischen Helden müssen nicht mehr fallen, weil die Platten der Helden schon down sind. Und deswegen musste er jetzt nur noch das Rathaus machen. Kann die Queen immer noch zünden. Hat er dann auch irgendwann gemacht, weil sonst wäre er wahrscheinlich in Time-Fail reingelaufen. Aber Rathaus fällt. Und somit sind das hier 3 Sterne bei den Herausforderern. Da läuft es auch ganz gut. Denke ich mal, der Gegner hat jetzt auch schon ein bisschen angegriffen. Die haben 7 Angriffe mit 15 Sternen. Wir haben 5 Angriffe mit 12 Sternen. Das heißt, wir sind jetzt schon 2-3 Sterner. Ich sag's mal so vorne. Welche Base hat gedefft? Die von Mortus hat gedefft. Okay. Ich habe eine neue, Leute. Ich weiß noch nicht genau, ob die wirklich hält. Denn ist es eine bekannte Base. Ich habe sie nur ein bisschen modifiziert. Ich bin mal wirklich, wirklich gespannt, aber ich bin sowieso ultra gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Und bin ich denn jetzt eigentlich im zweiten mit dabei mit Avatar? Hat man mich getauscht? Nee, noch nicht, muss ich wahrscheinlich selber machen. Und Clanbogen müssen wir auch noch füllen. Okay, kriegen wir aber hin. Ich hoffe, der erste Eindruck hier von den ersten oder von den 7 Tagen hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Es ist jetzt halt eine längere Folge geworden, fast 25 Minuten lang. Aber man kann auch so viel zeigen hier aus der Liga, dass ich es gar nicht alles in ein Video reinpacken kann. Aber ich denke mal, ich hoffe, dass euch die Eindrücke trotzdem ganz gut gefallen haben. Wenn ihr mehr sehen wollt, kommt einfach in die Livestreams. Twitch.tv/TotoClashed. Dort könnt ihr stundenlang mit mir clashen und mit uns Spaß haben, so will ich es mal sagen.
Ich hoffe, ihr habt ein cooles Wochenende. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis dahin, wir sehen uns in weiteren Videos. Ob welche am Wochenende kommen, weiß ich noch nicht. Vielleicht setze ich mich jeden Tag hin und mache so eine Folge so Tag 2, Tag 3, Tag 5. Weiß ich noch nicht, habe ich noch nichts im Plan. Aber erstmal gehen wir ins Wochenende. Da habt ihr ein schönes, gutes, denke ich mal, auch vom Wetter her. Lasst euch nicht abschrecken von diesem Grau-Grau. Das macht auch ein bisschen depressiv. Aber letztendlich ist die Luft dadurch sehr klar und frisch. Und wir müssen ja einen frischen und einen klaren Kopf behalten hier in den klaren Kriegen. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.